Ja, liebe Literaturfreunde, heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sind an dem Ort, an dem das Herz eines jeden Bücherliebhabers höher schlägt. Hier, wo wir die Literatur sehen können, sie anfassen können und sie auch kaufen können, besitzen können, nämlich in einer Buchhandlung. Und das hier ist die Buchhandlung Wagner in Ingelheim und ich sitze hier zusammen mit Simone Carstens, der diese Buchhandlung seit einer ganzen Weile schon gehört. Hallo, liebe das Simone. Stimmt. Hallo, grüß dich. Simone, wie ist es dazu gekommen, dass du Besitzerin einer Buchhandlung bist? Ja, das war von Anfang an nicht ganz so vorgesehen. Also eigentlich wollte ich ganz ursprünglich mal unbedingt Gymnasiallehrerin werden und zwar für Englisch und Deutsch. Das war mein Traum und dann haben meine Eltern, auch vor allen Dingen mein Vater, beschlossen, bevor ich anfange zu studieren, soll ich erstmal was Anständiges lernen. Und dann hat er gesagt, das Mädel liest gerne und viel, da kann die doch Buchhändlerin werden. Und so hat er das für mich in die Wege geleitet und hat mir einen Ausbildungsplatz als Buchhändlerin besorgt. Ja. Und dann habe ich das angefangen und das hat mir von Anfang an total Spaß gemacht. Danach bin ich dann nach Wiesbaden gegangen und bin da, dann habe ich mich weitergebildet als Fachbuchhändlerin für Altorientalistik und Ägyptologie. Das habe ich auch eine Weile gemacht, ja. Aber du hast dann auch schon in der Buchhandlung Wagner gearbeitet, ja. Als sie noch in der Bahnhofstraße war. Genau. Ich habe dann tatsächlich angefangen zu studieren, habe festgestellt, es macht mir gar nicht so viel Spaß, habe dann meine erste Tochter bekommen, Lisa, und dann rief Gott sei Dank Frau Franzelin an und sagte, wollen Sie nicht wieder einsteigen? Und dann bin ich so nach und nach stundenweise und dann immer ein bisschen mehr wieder in die Buchhandlung Wagner dann gegangen zum Arbeiten. Ja. Und als Frau Franzelin dann in Rente gegangen ist, waren meine Kinder ja nun auch schon mal aus dem Gröbsten raus. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich die Buchhandlung nicht übernehmen möchte. Und bevor ich das überhaupt mit meiner Familie geklärt hatte, überhaupt nur mal gefragt habe, wie findet ihr das, hatte ich schon ja gesagt. Und dann, ja, da waren wir auch noch in der Bahnhofstraße. Also ich habe die Buchhandlung jetzt fast 20 Jahre. Und dann sind wir jetzt im Sommer, werden das 10 Jahre, sind wir hier an den Friedrich-Ebert-Platz gezogen. Ja, für alle, die das hier nicht so gut kennen, das ist kein weiter Weg, aber ich glaube, es war schon einschneidend, oder? Ja, allerdings, ja. Was war der wesentliche Grund deines Standortwechsels? Naja, der wesentliche Grund war einfach, ich hätte an dem Altplatz hatten wir 90 Quadratmeter gehabt, ja, der alte Laden, der war schon, das war kuschelig und das war schon irgendwie auch nicht möglich. Ich mochte den gerne, ja. Viele mochten den gerne. Und dann hatte ich immer, ich wollte mich gerne vergrößern. Ich hatte so viele Ideen, was ich gerne machen wollte und das ging in dem kleinen Laden alles nicht so richtig. Hier kann ich jetzt alles machen, was ich gerne mache. Ja, also das mit den Lesungen und dem Buchgenuss nach Ladenschluss, ja, und die Kaffeeecke, das wollte ich unbedingt. Also irgendwie, ich wollte schrecklich gerne in meiner Buchhandlung Kaffee ausschenken, weil das einfach, ich finde, das gehört dazu, dass man sich mit der Tasse Kaffee und einem Buch gemütlich hinsetzen kann und kann da mal ein bisschen rein lesen, bevor man es. Und dann dürfen sich hier deine Kunden auch ein Leseexemplar nehmen, ja, und sich in deine Kaffeeecke setzen und in Ruhe. Genau, dann mal reinstöbern und gucken, ob das überhaupt gefällt und so. Ja. Das sind die neuen Schwerpunkte, die du gesetzt hast, ja, im Gegensatz zum alten Laden. Ja. Ist da noch was Wichtiges, was du verändert hast? Ja, was ein Steckpferd von mir ist, sind ja Bildbände. Ne? Ich liebe Bildbände, also diese Neudeutsch Coffee Table Books. Ja. Aber die sind gefährlich, also diese Bildbände anzuschauen und nicht zu kaufen. Also du verführst deine Kunden jetzt viel mehr als früher. Ja. Oder dich selbst. Mich selbst auch, durchaus. Ja. Aber ich kann natürlich auch ganz andere Sachen jetzt präsentieren. Anders präsentieren, ja. Und wir sind aber nach wie vor die wirklich klassische Buchhandlung. Ne? Wir haben also sicher 97% Buch und 3% anderes. Also so Schnickschnack, Neudeutsch Non-Books, ne? Was ja auch dazugehört irgendwie. Ne? Wenn man ein schönes Geschenk machen möchte, möchte man vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu nehmen. Und dafür haben wir dann eben die 2 Tische Non-Books. Aber wir sind eine klassische Buchhandlung. Aber ihr habt auch ganz tolle Kalender. Ja, also das stimmt. Ich muss hier im Dezember mindestens 5 Kalender kaufen, um alle zu bekommen. Ja, das liebe ich auch. Die habe ich ja immer zu Hause auch überall. Gehört Kalender zu Buch? Ja. Ja? Also ist kein Schnickschnack? Das ist klassisch Buch. Ja. Oder Bildband. Das kommt auch über die gleichen Vertriebswege. Ja, das gehört dazu. Und wenn man sich jetzt deinen Beruf genauer anschaut,
Du sitzt ja nun nicht den ganzen Tag hier, trinkst Kaffee und liest. Ja, da können wir vielleicht mit einem Mythos aufräumen an dieser Stelle, weil ja. Wir bekommen ja ganz oft auch, bekomme ich Bewerbungen durchaus nicht nur von 13-jährigen Praktikanten, sondern auch von, ich sage jetzt mal, älteren Menschen, ja, die sagen, oh, ich lese schon immer gerne und mein Traum ist es, in der Buchhandlung zu arbeiten. Mhm. Wie schön muss das sein, den ganzen Tag lesen. Ja. Ja, wunderbar. Wenn wir hier den ganzen Tag lesen würden, gäbe es uns schon nicht mehr. Ja. Wieso? Weil der Buchhandler, der Beruf der Buchhändlerin ist ein kaufmännischer Beruf. Ja. Ja. Also bis das Buch jetzt mal so hier auf dem Tisch liegt, ja, da gehört ganz, ganz viel dazu. Ne? Ja, und wie entscheidest du, was du wie präsentierst? Also wir haben... Also ganz kurz, kennst du den Inhalt aller Bücher? Also aller leider nicht. Ja. Klar lese ich Sachen, die ich für die Buchhandlung lese. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Sachen, die ich einfach lese, weil sie mir Spaß machen. Ja. Klar. Die ich, weil das einfach mein Interessensgebiet ist. Ne. Aber wir empfangen Verlagsvertreter und die stellen uns die Programme vor. Vorher gucke ich die Verlagsprospekte durch, die wir zugeschickt bekommen. Und wir bekommen natürlich auch immer schon jede Menge Leseexemplare zugeschickt. Ja. Ja. Und die bekommen wir auch immer schon geschickt, bevor das Buch an sich erschienen ist. Und das Gute bei uns ist ja, wir sind ja 7 Mitarbeiter, die lesen alle unterschiedlich. Ja. Und natürlich sprechen wir im Team auch immer viel über das, was wir gelesen haben. Ne? Was liest du denn besonders gern? Hast du ein Genre, das dich am meisten... Ich lese tatsächlich besonders gerne amerikanische Autoren. Okay. Ja, dann mit den Deutschen habe ich mir lange Zeit ein bisschen schwer getan. Es hat sich geändert. Ich habe früher fast ausschließlich amerikanische Autoren gelesen. Mhm. Das stimmt so nicht mehr. Also, oder englische natürlich auch. Ja. Aber im Moment ändert sich das gerade so ein bisschen. Es ist ja auch immer so, es kommt immer so auf die eigene Befindlichkeit auch an, was einem gerade zusagt. Aber sicher. Und hast du die amerikanischen Autoren dann auch im Original da? Zum Teil ja. 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 Ich lese sie auch im Original, wenn es geht. Oder ich höre besonders gerne auch. Ja. Ich höre das Amerikanische gerne. Ja. Und wenn es tatsächlich von einem amerikanischen Sprecher auch oder Sprecherin eingelesen ist, dann höre ich es lieber sogar. Ja. Ja. Was meinst du, wie viel Prozent der Bücher sind mittlerweile als Hörbuch erhältlich? Fast alle. Fast alle? Ja, fast alle. Okay. Und welches Genre der amerikanischen Literatur? Also Belletristik oder Krimis? Nee, oder? Krimis bin ich im Moment, habe ich festgestellt, also seit Beginn der Pandemie gar nicht mehr so. Oh. Also nichts mehr mit blutig und Mord und Totschlag kann ich gerade nicht so gut lesen. Okay. Ja. Ich habe tatsächlich im März, als es dann losging mit dem ersten Lockdown, erstmal gar nichts mehr für mich zu lesen gefunden. Ja. Okay. Also ich habe wirklich gesucht und dann bin ich ja tatsächlich an Lucinda Riley geraten. Wir machen ja Zoom-Buchvorstellungen auch. Ne? Und da habe ich die als eines meiner Lieblingsbücher vorgestellt. Und da habe ich auch in der Buchvorstellung auch gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich eine Lucinda Riley in die Kamera halte und sage, das ist eines meiner Lieblingsbücher dieses Jahres. Aber spannend, oder? Wie das Leben sich und das Leseverhalten verändert. Ja. Und dass es manchmal Zeiten für das eine gibt und dann Zeiten für das andere. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt in dieser Zeit der Pandemie begonnen habe oder auch des Aufbaus der Literaturfreunde begonnen habe, viel mehr Lyrik zu lesen. Ja. Das ging früher selbst im Studium, im Germanistikstudium gar nicht an mich, Lyrik. Aber mittlerweile, also ich bin ein Rilke-Fan geworden und denke, wie kann man in so wenigen Zeilen so eine dichte Welt aufbauen? Ja. Das ist also ganz faszinierend. Ja, das stimmt. Manchmal denke ich, macht auch das Älterwerden was mit einem. Ja, das schon auch. Und auch natürlich, dass man vieles ja auch schon gelesen hat. Ja. Simone, eben hast du gesprochen von deinen Zoom-Buchvorstellungen. Ja. Ich denke, das ist eine der Möglichkeiten, jetzt eine Nähe zum Kunden herzustellen, gerade in der Zeit dieser Corona-Pandemie. Wie stellt ihr Kundennähe her? Ja, das stellt uns schon vor ganz schöne Herausforderungen, muss ich sagen. Ja. Das mit den Zoom-Buchvorstellungen war tatsächlich eine Idee von der Kollegin, von der Frau Pflügner, die gesagt hat, können wir sowas nicht machen? Und da dachte ich, ja, das ist eine gute Idee. Und dann musste ich mich da aber natürlich auch erstmal ein bisschen einarbeiten. Ne? Das ist ja, wir lernen alle unglaublich viel digitales Know-how dazu. Das ist ja auch ganz schön. Ne? Ja. Wie informierst du deine Kunden über diese
Lesungen? Über meinen Newsletter. Mhm. Also wir verschicken einen Newsletter, dazu muss man sich anmelden, hier entweder per E-Mail oder hier im Laden, geht ja jetzt im Moment nicht, also eine E-Mail reicht. Und da habe ich einige Adressen, an die wir das immer schicken. Mhm. Immer wenn sich irgendwas ändert, jetzt auch mit den Einlassbestimmungen oder so, dann schicke ich immer einen Newsletter raus und da bewerbe ich die Lesungen drin. Das ist ein reiner Veranstaltungs-Newsletter. Also ich schicke das nicht, um irgendwie Werbung für ein neu erschienenes Buch zu machen oder so. Ne? Wobei ich das auch nicht schlecht finde. Ja. Und der Newsletter, der kommt per Mail? Der kommt per Mail. Ja, genau. Aber ihr seid auch ansonsten in den digitalen Medien präsent. Ja, wir sind präsent. Auch bei Facebook und bei Instagram präsent. Ja. Aber schön, auf die Art und Weise können verschiedene Altersgruppen sich informieren, was passiert und was läuft. Und merkst du auch, dass deine Kunden über alle Altersgruppen hinweg zu dir kommen? Ja. Vor allen Dingen, seit wir das Angebot haben, dass man bei uns auch per WhatsApp bestellen kann, dass dem gerne Schüler auch war, weil dann müssen die gar nicht irgendwie sich eine Nummer merken oder gar nicht, noch nicht mal den Titel. Und nicht die 100 Meter von der Schule hier rüberkommen. Die müssen einfach nur abfotografieren, was der Lehrer an die Tafel geschrieben hat oder das, wenn der das Buch hochhält. Mhm. Und dann bekommen wir ein Foto geschickt und dann ist die Bestellung schon erledigt. Ja. Die Corona-Pandemie macht euch natürlich ähnlich wie allen Einzelhandelsläden in der Stadt, in den Städten, große Probleme. Ja. Ist Amazon euer größter Feind also im Moment? Im Moment tatsächlich, im normalen Leben, sag ich mal, ist er das nicht. Also das sind viele Leute informieren sich da oder gucken, was es so gibt und kommen dann zu uns und bestellen oder rufen an und bestellen. Aber im Augenblick ist das schon so. Also ich denke, das, was uns jetzt fehlt an Besuchern, an Kunden, an Umsatz, das läuft schon beim großen Bruder mit dem großen A an. Ja. Wir haben ja auch einen Online-Shop, der genauso funktioniert wie bei Amazon. Also dann, ja, erzähl. Wenn man über den Online-Shop bestellt und das bis, also ich sag mal, um ganz sicher zu sein, bis 17.45 Uhr bestellt hat, dann geht das am nächsten Tag vor 11 Uhr in die Post. Ja. Also das System ist genau wie bei Amazon auch. Ja. Oder aber man bestellt es, dass man es in der Buchhandlung abholen kann und dann ist es alles, was lieferbar ist, ist auch am nächsten Tag dann da und kann dann hier ab 9:30 abgeholt werden. Das heißt, man kann sowohl hierhin bestellen und es hier abholen kann, oder aber man kann es sich auch direkt von eurem Online-Shop aus nach Hause bestellen. Genau. Das also überhaupt keinen Unterschied zu Amazon. Funktioniert genauso. Dann muss es aber daran liegen, dass die Leute das so nicht kennen. Dass, Es liegt daran, dass sie eben bei Amazon sowieso ein Konto haben und dann eine Sammelbestellung und dann einfach alles zusammen bestellen. Das ist auch möglich. Aber dann sage ich an der Stelle, wenn wir weiterhin diese wunderschönen Buchhandlungen haben wollen, in denen wir dann zu schönen Zeiten spazierengehend auch stöbern können, dann müssen wir jetzt euch unterstützen. Ja. Also Amazon wird die Corona-Krise überleben. Davon können wir ausgehen. Ja, zumal Amazon auch nicht ein deutscher Steuerzahler ist. Das kommt und auch noch hinzu. Uns allen eigentlich damit nicht weiterhilft in diesem Land. Ja. Also ganz große Bitte, unterstützt den örtlichen Einzelhandel und natürlich vor allen Dingen diese wunderschönen Buchhandlungen. Ja, eine andere Frage. Was meinst du, wie entscheidet sich eine Kundin, ein Kunde, zu einem speziellen Buch zu greifen? Tatsächlich glaube ich, es ist das Cover. Mhm. Das Cover unbedingt, weil ich habe manchmal, ich habe Bücher, die habe ich gelesen und die sind einfach großartig und ich krieg sie nicht verkauft, weil ich erzähle dann immer, worum es geht und ich bin selbst so begeistert von dem Buch, aber wenn das Äußere nicht stimmt, wenn das nicht ansprechend ist, dann nehmen die Kunden das nicht gerne in die Hand. Hast du eine Idee, was das auf dem Cover ist, was die Leute zum Zupacken verleiht? Also wenn es Frauenromane sind, darf es gerne ein bisschen blumig sein, Durchaus auch hellblau. Also, hellblau? Ja, wir nennen das dann auch die hellblauen Bücher. Das sind die, sagen wir mal, leichte Frauenunterhaltung. Ist häufig, musst du mal drauf achten, häufig hellblaues Cover. Ich dachte Lavendelfarben. Auch, das darf auch noch, ja. Das changiert dann vielleicht. Genau. Okay. Mhm. Historisch ist immer ein bisschen so in Gelbtönen.
Okay. So, da kannst du schon, na, da siehst du schon den Inhalt an dem Cover. Ja. Und das, es muss aber stimmig sein. Ne? Mhm. Und es geht dann wirklich nur um das Äußere. Ja. Verrückt. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen ist das bei uns bei Pralinen und Schokolade und ähnlich. Ja, oder? Wenn man ja von sich selbst auch ausgeht. Ne? Ja. Ich, also, wenn mich ein Buch schon nicht anspricht, wenn das Haptische nicht stimmt, ja. Ne? Und dann ja. Nimmt man es nicht so unbefangen in die Hand irgendwie. Und wenn du, wenn du Lesungen machst, merkst ja. Du auch, dass dann ein gewisser Rücklauf da ist? Ja, auf alle Fälle. Ja. Also oft ist es auch so, wenn nach den Lesungen, der Autor signiert hier auch gerne. Mhm. Ne? Und das nehmen viele gerne wahr. Auch als Geschenk ist das ja auch schön, ne? wenn ich ein vom Autor selbst signiertes ja. Buch habe. Das ist ja dann auch ein sehr persönliches und sehr nettes Geschenk und das wird sehr gerne angenommen. Ja. Und deine Zoom-Lesungen? Merkst du da Erfolge? Ja, da haben wir auch deutlichen Rücklauf gemerkt. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass das so gut angenommen worden ist. Ja. Um die 50 Super. Leute waren von Anfang an dabei. Klasse. Und beim nächsten Mal waren es schon über 70. Ja. Fantastisch. Also das war großartig. Und alle sind bis zum Schluss geblieben. Das siehst du ja auch, ne? Unten, das wenn die Leute, ja, immer ja, ja. Die Menge der Teilnehmer. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss doch mal gucken, ob noch alle da sind. Und hab dann waren alle bis zum Schluss da. Fand ich ganz toll. Jetzt also für alle, die daran Interesse haben, die ja. Können dir eine Mail schicken und sagen, genau. Bitte in diesen Verteiler, ich möchte genau. Mitmachen. Und macht ja. Ihr die dann live? Hm? Ja, 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 ja. Mhm. Sonntagsabends zwischen 17 und 18 Uhr. Super Zeit. Sitzen Frau Pflügner und ich dann so, wie wir jetzt auch ja. Hier sitzen. Jetzt demnächst machen wir wieder eine Lesung, dieses Mal mit unseren absoluten Lieblingsbüchern. Ach, wie toll. Also sonst nehmen wir immer die Neuerscheinung Herbst mhm. oder auch mal. Zum speziellen Thema, aber dieses Mal machen wir mal unsere absoluten Lieblingsbücher. Ja, Buchanfänge. Ja. Wie wichtig, meinst du, ist der Beginn eines Buches dafür, dass die Leserin, der Leser das weiterliest? Das ist das Entscheidende. Also wenn einem das Cover schon mal gefallen hat, ja. Und dann schlägt man ja das Buch auf. Manche lesen den Klappentext, ja. Ich lese immer den Anfang. Aber der Anfang ist, du musst ja erstmal in die Geschichte so reingezogen werden. Ne? Also es muss dich ja interessieren, da muss ja eine bestimmte Spannung auch aufgebaut werden. Wie geht das dann weiter, dass du das unbedingt wissen willst? Ja. Und ich denke auch, dass ein zusätzlicher Anreiz zu dem Klappentext, der Klappentext sagt mir inhaltlich ganz gut, worum ja. Es geht, interessiert ja. Mich das überhaupt thematisch? Aber der Beginn sagt natürlich auch so ein bisschen was über den Autor, seinen Stil. Genau. Wie geht er an eine Geschichte heran? Ist genau. Das so meines? Genau. Und ich finde das jetzt auch ganz besonders spannend in Bezug auf deutsche Literatur, auf deutschsprachige Literatur. Da habe ich ja sowieso ein bisschen meinen Schwerpunkt. Ja. Auch damit man den Kontakt zu den Autoren leichter und besser herstellen ja. Kann. Und auch, weil ich einfach auch ein ganz großer Fan der deutschen Sprache ja. Bin. Und das Gefühl habe, dass es auch da heute große Meister gibt im ja. Umgang mit der deutschen Sprache. Ja, Buchanfänge, das hatte ich mir überlegt als neues Projekt für die Literaturfreunde, ja. Dass ich mir sowohl Neuerscheinungen als auch Bücher, die es schon einige Jahre auf dem Markt gibt, aber auch nochmal an alte Literatur, ältere bis alte Literatur rangehe und den ersten sinngebenden Abschnitt, vielleicht die ersten 3-4 Minuten eines ja. Buches vorlese, um dann dem Leser zu überlassen, ist das was für mich ja. Und mag ich da weiter lesen? Ja. Mag ich dieses Buch jetzt besitzen? Ja? Unabhängig vom Cover interessiert mich die Geschichte und möchte ich da jetzt einsteigen? Ja. Kombinieren möchte ich das mit einem kleinen Autorenporträt, auch mit ganz kurz mit dem, was bisher erschienen ist ja. Von diesen Autorinnen und Autoren. Aber es muss auch nicht etwas vorangegangen sein. Also es kann auch jemand sein, der sein erstes Buch geschrieben ja. Hat und ich finde es großartig. So dachte ich, kann man einsteigen. Ja. Ich freue mich riesig, wenn ich dabei unterstützt werde, natürlich von Leuten, die professionell lesen ja. Ja, und mir sagen können, du, das ist heute ein spannendes Buch, das war vor 10 Jahren ein tolles Buch oder auch, das ist ein grandioses Buch, dessen Cover nicht gut genug ist, dass ja. Es genügend gekauft wird. Ja, ja. Das lohnt sich aber mal da, den Anfang ja. Zu lesen. Ja. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Simone, was sind 3 deutschsprachige Bücher, ja. Ja, die du empfehlen würdest,
deren Anfang man unbedingt mal anschauen soll. Was würdest du mir denn jetzt so an die Hand geben? Ja, also allen voran würde ich da die Frau Leki empfehlen. Was man von hier aus sehen kann, ist durchaus eines der Lieblingsbücher, also meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre. Es ist eine so schön erzählte Geschichte und auch der Anfang ist schon ganz großartig. Da tritt ein Okapi auf und es gibt, der Tod kommt und also es wird ein bisschen mystisch und schon ein bisschen skurril auch, ne? Aber das ist wunderbar. Das auf alle Fälle. Und dann jetzt eben als Neuerscheinung im letzten Jahr ist erschienen von Thomas Hetsche, das Herzfaden, die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Ja. Mein persönlicher ganz großer Favorit für den Deutschen Buchpreis gewesen. Er hat es leider nicht bekommen. Ja. Der Thomas Hetsche erzählte tatsächlich die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Ja. Also eigentlich der Familie Öhmchen, die die Augsburger Puppenkiste gegründet hat. Und sehr, sehr persönliche Darstellung der letzten Kriegsjahre und auch der Entstehung der Bundesrepublik. Ja. Und mir war das vorher gar nicht klar, wie wichtig diese Augsburger Puppenkiste auch für das Fernsehen tatsächlich in der Zeit der Gründung der BRD war und für die BRD überhaupt auch. Ja. Also ich habe das immer nur als, ich habe das geliebt als Kind. Ja. Ich habe das mit meinem Vater zusammen, der auch immer gerne Marionettentheater geguckt hat. Wir haben das immer geguckt. Ja. Immer? Aber der kleine König Kalle Wisch? Ja, oder Urmel. Ja. Urmel und... Also ich habe Urmel tatsächlich dann nochmal geguckt noch. Jetzt. Ja, weil ich das, wenn man dann so ein ganzes Buch drüber liest und das Urmele dauernd auftaucht. Ne, und aber ich finde diese Filme heute auch noch zeitlos ja, toll. Ja, da sind sie ganz auch. Großartig. Ja. Und da muss ich auch sagen, dieses Buch beginnt ganz ungewöhnlich. Ja. Wunderbar ja. Und ganz ungewöhnlich. Ja. Ja. Also würde man gar nicht erwarten, wenn man weiß, es ist was Biografisches ja, eigentlich. Genau. Ja. Und da ist es nämlich genau so. Da ist es mir so gegangen. Da schlägst du das Buch auf und fängst an zu lesen. Und weil es so gar nicht das ist, was du erwartest, liest du automatisch weiter. Ne? Ja, so ist es. Ein drittes hast ja, du noch? Ja, ich habe noch ein drittes. Das ist der Andreas Isquiero. Es heißt Der Schatten der Welt. Ja. Ist eine Geschichte, die zur Zeit des Ersten Weltkrieges spielt. Es ist eine ganz schöne Freundschaftsgeschichte. Man wird mit diesen Figuren so vertraut in dem Buch. Und das habe ich immer gerne. Ich habe ja sowieso gerne eigentlich richtig dicke Bücher, weil ich es immer liebe, wenn man die Figuren kennenlernt. Und dann nicht schon gleich wieder alles vorbei ist. Genau. Ja. Genau. Und das ist auch sehr, sehr schön erzählt, sprachlich sehr schön. Die Geschichte ist sehr, sehr schön. Und da ist auch der Anfang. Und das ist auch mit ganz viel, also mit ganz viel Witz geschrieben. Ja, genau. Also man muss eigentlich auf jeder Seite mindestens dreimal schmunzeln, ja. Wenn nicht sogar mal laut lachen. Genau. Also direkt am Anfang schon, fand ich. Ja. Genau. Ja, also ich nehme diese Empfehlungen auf und es wird auch wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen dann diesem Video das Buchempfehlungsvideo folgen. Wunderbar. Und dann hoffe ich, dass ihr alle genauso begeistert von den Anfängen seid wie Simone Carstens. Und dann möchte ich an der Stelle mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Für uns hier deinen Samstagnachmittag zu opfern. Ja. Und wir so viel mitbekommen haben von dem, was du hier erschaffen hast. Und jetzt möchte ich ganz unbedingt sagen, und wir werden dich und die Buchhandlung, gerade wo wir das jetzt nochmal so gehört haben, wie wichtig das für dich ist, wir werden sie jetzt auch ganz besonders bewusst nutzen, damit sie uns um Himmels Willen erhalten bleibt. Ja, auf alle Fälle. Ja, das wäre ja, das wär toll. Ganz wichtig. Ja. Auch für diese Stadt, die der Einzelhandel eigentlich erst schön macht und lebenswert macht. Ja. Ja. Und schönen Dank, dass du uns hier eine so grandiose Buchhandlung hingebaut hast. Ja. Das ist für Ingelheim ein großer Gewinn. Ja. Wir sehen uns vielleicht bei Gelegenheit mal wieder, wenn ich da neue Tipps brauche. Genau. Dann komme ich mal rein. Sobald mir was in die Hände fällt, werde ich dich jetzt immer damit bombardieren. Unbedingt, vor allem, wenn die Cover nicht schön genug sind. Genau, genau. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und danke euch fürs Zugucken und bleibt euren Buchhandlungen treu, bleibt unseren Buchfreunden treu und bis bald. Tschüss.